Cactus 1549, Piste 04, Start frei. Cactus 1549, Start frei. Es begeistert mich immer wieder, wie schön es hier oben ist. In der Luft ist das Leben leichter. Mayday, Mayday, Mayday. Hier Cactus 1549. Schubverlust bei beiden Triebwerken. Nehmen Kurs zurück auf LaGuardia. Notfall. Beidseitiger Triebwerksausfall. Er kommt umgehend zurück. Heute beginnen wir mit unserer Untersuchung des Absturzes von US Airways Flug 1549. Cactus 1549, wollen Sie versuchen, auf Piste 13 zu landen? Negativ. Wir enden möglicherweise im Hudson. Das war kein Absturz. Es sind beide Triebwerke ausgefallen. In geringerer Höhe, als es je bei einem Jet der Fall war. Mit 155 Seelen an Bord. Cactus 1549, Linksplatzrunde, Piste 3-1. Negativ. Okay, was brauchen Sie, um zu landen? Niemand wurde jemals für einen Vorfall dieser Art ausgebildet. 1549, Piste 04 ist verfügbar. Ich glaube, wir erreichen keine der Pisten. Was ist rechts von uns? Rechts von Ihnen ist der Teterboro Airport. Auch wenn Sie das frustriert, aber es ist unsere Aufgabe zu untersuchen, weshalb dieser Flug im Hudson River endete. Und wenn ich mich geirrt und das Leben all dieser Passagiere in Gefahr gebracht habe? Okay, jetzt machst du mir Angst, Sully. In Teterboro ginge Piste 01. Nicht machbar. Okay, welche Piste in Teterboro hätten Sie gern? 1 Million Passagiere in 40 Jahren. Aber am Ende beurteilt man mich anhand von 208 Sekunden. Uns bleibt nur der Hudson. Wie bitte? Wiederholen Sie, Cactus. Hier spricht der Kapitän. Sicherheitsposition einnehmen. Willst allen Ernstes selber nach Bagdad fahren? David, wir sind Waffenschieber. Lass uns Waffen schieben. Give me some of that.